Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Minecraft, wie gewohnt halt, ne? So, wir haben in der letzten Folge jetzt angefangen, langsam mal so ein bisschen den Grundstein zu legen. Hier müssen wir natürlich dieses Feld hier, glaube ich, wieder komplett abreißen. Ist jetzt nicht schlimm, wir haben jetzt ein bisschen dran gepappt, aber naja, was soll's halt, ne? Machen wir es halt mal so, machen wir das auf diese Ebene. Ist hier jetzt auch nicht verkehrt. Wobei ich das hier irgendwie anders in Erinnerung hatte, aber ist egal. Was machen wir jetzt? Pass auf. So, jetzt fehlen mir wieder die Themen. Letzten Folge war es so cool, weil da hatte ich endlich mal ein Thema. So eins, wo ich gar nicht großartig lang überlegen musste. Ach, das war schön. Nein, Moment mal. So. So. So, ne? Haben wir das so gemacht? Weiß ich gar nicht. Ist denn Blau überhaupt die Farbe der Wahl? Ich mache das jetzt einfach mal so ganz unverfroren. Pass mal auf, wir müssen jetzt noch ein bisschen was machen. Wir werden jetzt den Aufstieg machen. Ja, wir haben Sand. Was ist nicht mit Sandstein? Ey, geh mal weg hier. Sandstein. Mir ist klar natürlich, warum wir Sandstein haben. Ja, aber das irritiert jetzt halt ein bisschen. Nur ein bisschen. Also hört auf zu meckern. So, Skabrusch. Ja, das reicht. Ja, hier. So, nein, das war dumm. So. So, liebe Leute, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir das so? Hier haben wir noch ein. So. Ich weiß, ehrlich? So, bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Waren das zwei? Ich glaube, das waren zwei, ne? So, zwei, pass auf. So, und hier müssen wir mal wegmachen, ein bisschen. Oh, super. So, und dann hier so. Junge, hör mal auf damit. Eines könnte ich sogar noch erzählen. Ja, da gibt es tatsächlich noch eine Sache. Auch von meinem geliebten Schwagerherz. Ja, aber wie gesagt, wow, die Musik. Da gab es so eine Unterhaltung zwischen uns beiden. Da ging es halt darum, mein Gott, das sieht scheiße aus, aber ist egal. Da ging es halt darum, ich habe ihm gesagt, pass auf, ich verzichte auf so viel, weil ich habe, ne, ich hab kein Auto und ich rauche nicht und ich trinke auch keinen Alkohol etc. pp. Ja. Dafür möchte ich aber nicht auf meine Pepsi Light verzichten. Ja, ich liebe Pepsi Light. Ich bin voll der Pepsi Light Fan. Boah, ist das laut, die Musik. So, und da möchte ich nicht verzichten. So, und da sagt er mittendrin wieder, stopp. Wie so der Andreas hier, so, halt, stopp. Ne? Und ich gucke den Sani, so, was denn jetzt? Ne? Und sagt er, doch, du kannst doch verzichten und Wasser trinken. Da war ich jetzt erstmal baff, ne? So verständlicherweise, denke ich mal. Ne? Das hat, also da war ich schon ziemlich erschrocken, muss ich sagen. So, wie machen wir das denn hier? Wie hatte ich jetzt? Das hatte ich hier so gar nicht. Mache ich das jetzt auf ein drittes Ding? Ist das nicht ein bisschen zu überborden? Dankeschön, Minecraft. Dass ich auf Gras nicht bauen kann, weil es dann sofort platt gedrückt wird. Oder nicht platt gedrückt. Boah, Gott im Himmel, ey. Gott. Hilfe. So, machen wir das denn so? Boah, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt keine Idee zu. Das wäre ja ein Riesenaufstieg, ne? Nee, pass auf. Pass auf, ich weiß was Besseres. Wir machen hier Erde hin. So, dann ist das hier nämlich Erde. Das wird alles so, wie es ist.
Jedenfalls hat er dann gemeint, irgendwie hat Stopp, ne? Warum sparst du nicht gleich und trinkst Wasser? Ist doch eh besser für dich. Dann habe ich ihn angeguckt und ich war wirklich geschockt, weil er meinte es ernst. Das Ding ist, und jetzt haltet euch fest, er meinte es ja nicht mal böse. Und das ist ja halt der Witz der Sache. Er meint es wirklich nicht böse. Jetzt habe ich hier keine Erde, ne? Doch, ich habe Erde. Weil er meint, dann hast du noch mehr Geld gespart und etc. pp. Er meint das wirklich so, wie er es sagt und auch ohne mir irgendwas nicht zu gönnen. Also es ist keine Missgunst oder was, nach dem Motto, du brauchst nichts trinken. Nee, das ist wirklich so nach dem Motto, trink doch Wasser. Ist doch besser. Ja, und da habe ich mit auch geredet. Ich habe gesagt, pass mal auf, auch wenn du es gar nicht so böse meinst, ne? Erstmal kommt es böse rüber, ja, weil es ist halt eine Bevormundung. Ja, mehr ist es ja nicht, es ist eine Bevormundung. Sagt er, aber ist doch besser für dich. Und darauf habe ich ihn gefragt, ja, weil ich kenne viele Leute, die genauso reden. Und da habe ich mal gefragt, woran machst du denn aus, was gut für mich ist und was nicht? Ich so, wer bist du? In was für eine Position bist du, dass du darüber bestimmen kannst, was für mich jetzt gut ist? Das mache ich ja umgekehrt ja auch nicht. Verstehst du? Das sind so Dinge, die sollte man sich vielleicht mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ohne es böse zu meinen, wirklich, ohne es wirklich, wirklich, wirklich böse zu meinen, da sollte man sich ein bisschen, ich würde sagen, fast schon zurückhalten. Also nicht fast schon, sondern man sollte sich doch da schon zurückhalten. Weil es ist, ich probiere mal was. Es gibt wirklich auch viele Leute, das hat mich so ein bisschen so an den Sarrazin erinnert, ja, an den Thilo Sarrazin, der auch gemeint hat, hier von wegen, wenn ihr kalt ist, zieh den Pullover an und duschen nicht warm. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich meine, was soll das? Ja, das sieht ein bisschen zu blöd aus, ne? Oder? Wenn man das jetzt so ein bisschen so freischaufelt. So. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Das ist wieder too much, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das jetzt hier wieder nicht. Nochmal wieder hell. Das sind so Dinge. Wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, verdammt, ich wiege zu viel und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich dann ankomme und sage, pass mal auf, statt normal gesüßte Cola oder Pepsi oder sonst irgendwas oder sonstige Sachen, trink doch halt ungesüßte Sachen. Ja, das sind aber Ratschläge, die man eingibt, ja, gezielt auf das Problem, was der mein Gegenüber hat, ja. Aber ich gehe doch nicht ungefragt hin und sage, pass mal auf, du machst das und das, das ist nämlich besser für dich. Weil ich bin der Überzeugung, ich mache das auch, das ist viel besser, also machst du das auch. Ja, man kann jemanden, wenn man jetzt irgendwie irgendwas hat, wovon man überzeugt ist, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier Pepsi Light, ja, oder Cola Light. Oder, nee, ganz einfach, ganz banales Beispiel. Ich mag nur Pepsi Light oder Pepsi Light Lemon, die liebe ich ja. Ja, und jemand trinkt halt normal, weiß ich nicht, Coca-Cola Zero oder sowas in der Richtung. Ja, ist auch ein bisschen anders im Geschmack. Und ich gehe dann und sage, ey, ganz ehrlich, du musst mal Coca-Cola, Pepsi Light Lemon probieren. Ja, das sind so Sachen, da gebe ich einen Ratschlag. Ja, aber wirklich so ganz frei heraus, ohne irgendwelche Hintergedanken oder sonst irgendwas. Ja, aber nicht so, weiß ich nicht. Das ist für mich alles so ein bisschen schlecht. Das hier mache ich. Das mache ich nicht. Das ist Kacke. Vor allem, wie rechtfertige ich das mit dem Aufstieg hier? Wohin führt es denn? Das sieht ja schon viel zu geplant aus. Das hier ist ja schon, ne, Heidewitzka. Kann man das nicht hier einfach so machen? So. Ja, ne? Warte mal. Ja, doch. Ich denke mal, das ist gut. So. Ja, das ist okay. Das hier würde ich vollkommen okay finden. Ne? Vielleicht hier nochmal so ein Laternchen oder irgendwie sowas in der Richtung.
Habe ich noch meine... Ach ja, Leute gibt's. Vor allem sie meinen es ja noch nicht mal böse. Das ist es ja gerade. Man kann ihnen ja auch nicht böse sein, weil sie es ja wirklich nicht böse meinen. Dann stehst du halt wieder da wie so ein Idiot, ne? Der dann halt so wirklich pikiert ist und dann... Boah, misch dich nicht ein. Dann steht er da und so, ich meine es doch gar nicht böse. Ja, aber wie verhältst du dich da? Ja gut, ich meine, dann gehst du hin und sagst ja trotzdem danke, aber trotzdem nein, danke. Klar. Pass mal, ich probiere mal was. Hier nicht. Hier wieder. Gucken, ob es aussieht. Ich habe das ja so ähnlich in der anderen Welt. Wenn das gut aussieht, lasse ich das. So, kann man das so lassen? So, von innen sieht man nichts. Hier kannst du ein Bild hinmachen. Also wirklich jetzt, ernsthaft. Doch, ich finde das schön. Da wo Fenster, bei der Fensterseite, dass du da halt sowas hier hast. Ja, das sind Akzente, die gefallen mir. Und dann hast du mal richtig schöne Fenster, die hin bis auf den Boden gehen. Boah, das gefällt mir voll. Nur das Problem ist jetzt natürlich, wie geht es jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, den Anfang haben wir hier und das hier ist natürlich komplett Bullshit. Habe ich hier noch irgendwas rumliegen, was gut ist? Da, zack, zack, zack. Ihr ahnt, was ich jetzt möchte. Denke ich mal, dass ihr es ahnt. So, Blümchen. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Birkenholz, Bretter, Birkenholz, Birke. Das war eine Sandsteinstufe. Ich habe es genau gesehen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, sollen wir das so machen? Hier so? Ja, doch. Ist eigentlich schon recht hübsch. Tada! So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir da mal wieder zurück. Das ist schon die zweite Folge. Ich habe vorhin wieder vergessen, Screenshots zu machen, ne? Blöd. Ja, ich bin aber auch so ein Hallodri, ne? So, dann haben wir noch eine andere Baustelle, ne? Die etwas zu lang geratene Parkanlage. Da bin ich ja super stolz auf mich, wie ich das wieder geschafft habe. Vor allen Dingen, ich habe in dieser Folge, ich habe mir selber eingeredet, das liegt daran, dass ich zu viel gequasselt habe während der Folge. Ja, beim Abzählen. Der Ding ist, ich habe aber nicht gelabert, ich habe nur gezählt. Ich habe genau gezählt und ich habe irgendwie falsch gezählt. Aus Gründen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Hier brauchen wir ein bisschen Kies. Kies haben wir nicht, oder? Boah, schade. Kies haben wir jetzt da hinten gelassen, oder? Ach, das ist doch doof. Na. Komm, wir machen das jetzt erstmal. Wir setzen jetzt erstmal die Grundsteine, ja? So, Sandsteinstufe, du gehst mal weg. Sandsteinstufe, du gehst mal weg. So, dann machen wir das hier so. So, einmal hier. Einmal da. Und wie war das jetzt hier so? Jetzt habe ich wieder vergessen, die Maße. Bong, bong, bong. Ich meine, das war 19, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Als hätte ich es gewusst, ey. So, die Musik ist schön, aber... Ja, genau. Aha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und wie war das jetzt da? Oh mein Gott, ey. Ehrlich, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das da war. Ah, okay, das war dann bis hierhin. Bis hierhin ist dann, boah, bis hier? Sicher? So, und dann bis hier war dann das so, pass auf.
Okay, das, ja, das hier ist bis hier, das ist ja bis, ah, dieser hier. So. Ah, das ist so richtig. Hä, bin ich jetzt doof? So. Zack und zack. Boah, ich weiß das echt nicht mehr, Alter. Na, egal. Machen wir in der nächsten Folge. So, kann ich hier jetzt, kann ich hier natürlich wieder nicht hoch, Alter. Hilfe! Ja, komm, machen wir mal so. Sieht ja auch schön aus. Ne, vielleicht machen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr an dem Park. Ich denke mal, muss ja auch gemacht werden. Liebe Leute, lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten, fürs hoffentlich baldige Wiedereinschalten, nämlich morgen. Ich ja, würde mich freuen und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Tschüssi!